Willkommen meine lieben Freunde zurück zu Let's Play hier bei Ratchet & Clank Rift Apart. Wir sind wieder in den Zugisladen und wir haben natürlich in der letzten Folge quasi alle unsere Freunde aus dem Sodom Gefängnis befreit, ausschließlich auch Ratchet & Clank und Kit. Aber ihr seht schon, Kit ist irgendwie leider nicht da, weil Kit hat irgendwie die Sorge und einfach Angst, dass sie einfach die anderen verletzen könnte, weil, naja, sie ist einfach zu gefährlich und Reddit gefällt das irgendwie ganz und gar nicht. Klar, sie haben jetzt so ein bisschen Streit, aber nun ja, leider ist das jetzt so. Und wenn wir jetzt weiter mit der Story machen, kommen wir zum Finale. Aber das ist jetzt das große Haken. Das will ich jetzt noch nicht machen. Nee, weil ich habe jetzt Lust, erstmal diesen Goldpokal zu bekommen. Weil jetzt haben wir die Chance, das zu machen. Und ich will noch die restlichen Gold Bowls und noch die restlichen Infobots holen, damit ich das auch noch habe. Deswegen kann ich euch jetzt auch nicht versprechen, dass wir das alles in eine Folge schaffen werden. Aber ich gehe davon aus, wir brauchen insgesamt 2 oder 3 Parts. Je nachdem, wie lange wir dafür brauchen. Aber naja. Okay, ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt mal an mit dem Goldpokal. Und dort gibt es auch wieder mal 5 Herausforderungen. Mangler halten ewig. Überlebe den wiederbelebten Mangler. Okay. Na dann, auf geht's. Ich bin bereit. Okay, das kriegen wir doch locker hin, weil das ist jetzt auch nicht so schwierig. Quelle 1 abgeschlossen. Perfekt. Du willst schneller haben? Da kriegst du's. Oh Gott, nein, nicht wieder diese Untoten. Nein! Oh, wie gemein. Was soll das denn jetzt heißen? Kriegt ihr jetzt hier ein paar Upgrades oder was? Ah, oh, das ist so fies. Vor allem, wir haben jetzt auch nicht Kit dabei. Wir können nicht safe landen, oder? Ach doch, mit unseren Hoverstiefeln. Ey! Okay, das ist gemein. Wow. Wie viele Wellen gibt es denn eigentlich? 5? Zerreißen und schreddern. Die Halsabschneider werden jetzt hier zerrissen. Oder explodiert. Oh Gott. Warum sind das jetzt auf einmal hier die Untoten? Kann das mir einer besser erklären? Ey, ey! Welle 4 haben wir auch. Okay, ich hoffe wirklich, jetzt kommt die letzte Level, Welle. Nicht Level. Wo ist denn der Mangler? Ach, da hinten. Jawohl, das war's. Sieg für mich. Okay. So.
Level 2 oder Herausforderung 2. Lol, echt wild. Kämpfe mit zufälligen ausgewählten Waffen. Okay, auch das kriegen wir hin. Ist jetzt auch nichts so Neues. Hey, Moment mal, wir haben ja den Todeshandschuh. Den habe ich aber nicht gekauft. Alter, Tsukun Junior, was ist mit dir falsch? Ich weiß, du feierst das, aber benimm dich ein bisschen, ja? Ja, wir merken es, du liebst einfach diese Show. Ah, das sind jetzt gerade ein bisschen zu viele hier. Ah, das sind einfach hier zu viele. Was ist das für eine Waffe, was ich jetzt hier habe? Vor allem, wie lange geht das denn jetzt hier? Müssen jetzt hier alle Waffen rankommen? Sieg, jawohl. So viele Bowls, ach ja. Das gefällt mir. Okay, Herausforderung Nummer 3, Zoom-Gelegenheit. Besiege 3 Wellen mit dem Kopfjäger. Okay, das kriegen wir doch locker hin. Einfach auf die Köpfe zielen. Weil da gehen sie dann sofort schon schnell down. Was? Alter, ich leck doch nicht seine Stiefel. Der hat ja auch keine Stiefel. Das sind ja eher Metallfüße. Vor allem, warum kommen jetzt im Moment nur ein Gegner? Kann das mir auch einer erklären? Weil sonst kommen die alle in einen Haufen. Loch... Was? Loch... Stanzer? Und Loch Stanzer? What the fuck? Ich habe irgendwie so eine Trophäe bekommen.
Jawohl, der Sieg ist mein. Okay, noch zwei Herausforderungen. Brumm herum, besiege Halsabbiker bei niedriger Schwerkraft. Und als Belohnung kriegen wir dann ein Infobot, obwohl das ja eher ein Spionbot. Ja, das kriegen wir doch locker hin. Oh, oh, vorsichtig. Ach komm schon. Das war erst die erste Welle? Okay, Robohunde. Ah, vorsichtig! Ah! Okay, ach, da hinten ist ja noch einer, ey, wie fies. So, verrecke. Ihr sollt hier alle verschwinden. Warum kommen jetzt auch auf einmal so viele? Sieg! Jawohl! Wir haben's! Und da ist mein Spionbot. Gut, noch eine Herausforderung, dann haben wir auch den goldenen Pokal. Doppelt hält besser, besiege die zurückkehrende Gegner. Okay, und dort bekomme ich dann eine Rüstung, wieder einen Helm. Okay, auch das werden wir schaffen.
Och nein, nicht wieder so einer. Was? Jetzt kommen noch die Gegner? Sind das zwei Boss-Gegner? Komm, verrecke! Jawohl, der ist schon mal Geschichte. So, und ihr geht jetzt ja auch zugrunde. Okay, mein Großer, da bist du wieder. Oh Gott, ich hasse es, wenn hier keine Muni mehr ist. Ah! Ja, komm, komm, komm. Gleich haben wir es. Man könnte euch hier verziehen. Ja, komm, komm, komm. Nur noch die paar Leben! Stirb! Geh kaputt! Jawoll! Oh Gott, Leute, wir haben's. Oh Gott, Leute, ich glaub's nicht. Wir haben's. Wir haben alle Pokale. Okay, das heißt wiederum, ich kann jetzt hier ein bisschen diesen Ort hier erstmal hier verlassen. Ja, ich komme eh irgendwann hier wieder zurück, weil wir hier müssen. Gut, dass wir es jetzt beenden. Ich glaube, die Dimensionen halten nicht mehr viel aus. Okay, hier habe ich soweit alles. Aber, hä, warum fehlt mir hier noch ein Infobot? Hä? Wo soll denn noch hier ein Infobot sein? Lass dir Zeit, Sweetie. Okay, voll bin ich. Jetzt aber mal ernst, Leute, wo soll noch ein Infobot sein? Hier wird auf der Karte nirgendwo kein angezeigt. Hä? Hä, da hinten? Da hinten ist ein Infobot? Ach, da kann ich hin! Alter, der ist aber echt fies versteckt. Okay, ich hab ihn. Der war aber jetzt hier wirklich richtig fies versteckt.
Okay, ich würde sagen, wir verlassen mal ganz schnell den Planeten und suchen jetzt nach den restlichen Sachen. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen ganz von vorne. Corso 5. Dort fehlt mir nur ein Goldbolt. Ah, okay, verstehe. Wir können auch weiter mit Ratchet machen. Das finde ich irgendwie cool. Ich dachte, wir machen jetzt einfach weiter mit Rivets. Okay, dann lass uns mal schauen. Ja, der ist da hinten. Ah, jetzt kann ich endlich die Stadt ansehen, ohne Angst zu haben, entführt zu werden. Okay, hier ist es, aber wie komme ich denn da drüber? Das muss doch irgendwie machbar sein, weil hier ist so ein Spalt. Aber wie komme ich denn da hin? Das ist halt die Frage. Ich hab so eine Idee. Was für ein herrlicher Ort das ist. Was ist denn hier? Ah, das sieht schon mal gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ja, das ist wunderbar. Und ich habe ihn. Goldbolt Nummer 22. Perfekt. Okay, so. Auf dem Planeten Sargasso habe ich alles. Dort habe ich auch alles. Safari. Fehlt mir ein Infobot und ein Goldbolt. So, dann schauen wir mal. Okay, der Goldbolt ist hier. Ah, da bin ich hier. Okay, dann markieren wir das schon mal. Ich finde es irgendwie cool, dass wir das auch markieren können. Fragt man sich doch, wie viele Dimensionen es gibt, oder? Sicher unendlich viele. Aber ich glaube, unsere habe ich am liebsten. Du sagst es, Kumpel. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kommt man da hoch? Wie komme ich denn da hoch? Es muss irgendwo einen Weg dafür geben. Ha. Ich würde sagen, wir machen erstmal mit dem Infobot weiter. Vielleicht ist das erstmal hier nicht so kompliziert. Was ist das? Ey, das ist ja ein altes Piratenschiff. Und natürlich eine Falle. Okay. Alles klar. Nun gut, Leute, ich würde mal sagen, ich werde dann auch hier die Folge nun mal beenden, so leid es mir auch tut, in der nächsten Folge. Machen wir dann einfach mal weiter mit der Goldbolt und Infobot-Suche weiter. Und dann machen wir einfach das Finale. So sieht der Plan aus. Okay, Leute, ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr mit dabei wart. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Like da oder schreibt doch wenigstens was Nettes in den Kommentaren, denn das würde mich natürlich positiv freuen. Na dann,
Bis zum nächsten Mal hier bei Ratchet & Clank Rift Apart. Mach's gut, bis bald und haut rein. Tschüss.